10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Moin, moin, meine Lieben, und da ist ja wieder euer GamerStossi 1990 mit einem weiteren Let's Play von unserem Park hier, den wir uns aufbauen wollen. In der letzten Folge haben wir das Karussell gebaut und hier diesen Weary Week. Und ich würde sagen, gucken jetzt mal in der Folge, dass wir mal noch eine aufregende Fahrt hier hinsetzen, die noch ein bisschen thematisieren. Ich würde sagen, hier den Bereich lassen wir so ein bisschen frei. Da kommt dann vielleicht später eine Wasserbahn oder eine kleine Achterbahn hin. Dann bauen wir ja eh irgendwann komplett um. Dann müssen wir erstmal gut, dass wir Geld machen. So, und um Geld zu machen, habe ich mir überlegt. Gucken wir mal hier auf den Servicegebäuden. Läden. Und dann schauen wir mal, was wir hier so haben, was vielleicht dazu passen würde. Oder wir bauen uns selber was. Ich würde eher sagen, wir bauen uns irgendwann selber was. Das heißt, gehen wir hier rein. Oder? Ne, erstellen. So, Läden. Und dann gucken, dass wir da irgendwas zusammenpasst, was wir dahin machen. Ja, Imbissstände gucken wir erstmal. Weil wir sagen, nee. Was holen wir denn? Holen wir hier so ein Hotdog-Swat. So, gucken, dass ich da wieder hinkriege hier. Jawohl. Oh, ruhig ein bisschen nach hinten, dann können die sich auch eher hier anstellen. Oh. Oder was zu trinken. Da haben wir bis jetzt erstmal nur die Cosmic Cow Milkshakes. Wir müssen das ja alles nach und nach. Ich liebe es. Das ist der Nachteil an der Konsole, die Rastererstellung. Ja. Ist das jetzt hoch? Ist das jetzt so hoch? Hm. So. Personalgebäude haben wir ja schon. So, dann schauen wir gerade noch mal ein paar Bänke und so ein Gedöns. Na, die brauchen wir ja auch. Gruselige. Hm, die hübsche Westernbank. Hier eine hin. Und da mal eine hin. Die setzen wir da hin. So. Bisschen verteilt. So, dann gucken wir noch nach Eimern. Da holen wir die Standardeimer. Blablabla. Oder die Studios. Nee. Sieht zwar nach Mülleimer aus, aber sieht hässlich aus. Und wir einfach hier die Parkmülltonne. So. 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 Damit unser armer Willy nicht so viel zu tun hat. So. Haben wir das auch erledigt. So, und dann gehen wir mal auf die Fahrgeschäfte und schauen mal auf die bisschen Nervenkitzel-Fahrgeschäfte, was wir so haben. Ja. Nicht sehr viel. Wir müssen halt auch irgendwann in die Forschung investieren. Hyperjump, ja. Rising Raptor. Golden Eagle. Ja, Horror Heats bringen wir uns nichts. Ich würde eher sagen, wir gucken hier nach diesem Hurricane, würde ich jetzt sagen. Ja, der sieht schön aus. So, der kommt dann. Ja, im Western hat. Ja, im Piraten hat jetzt noch nicht viel zu tun. Kommt ja auch mit hier rüber, da wird er noch ein bisschen verziert. Ja, hier passt das. Kann man den Ausgang nämlich dann da gleich da hinten rüberlegen. Den Eingang legen wir hier. Ausgang nach da. Dann gucken wir gerade hier erstmal nach dem Ausgang. Kann man den damit connected kriegen. Das sieht gut aus. So, Eingang. So, und da wir immer noch so ein bisschen kürbismäßig sind. Wo sind die jetzt?
Ja, sagen wir mal hier sowas. Hallo? Jetzt geht es. So. Unsere Szenerie auch schön passt. Perfekt. So, dann gehen wir mal auf Erstellen. Was nehmen wir denn? Wir sind jetzt hier so ein bisschen in den Vintage-Bereich gegangen. Dass wir den erstmal noch ein bisschen fortführen. Gucken mal, was wir da so haben in dem Vintage. Vielleicht, weil es ist auch kein neues Ding, es ist ja schon was älter. Und hier ein Animatronics. Na, den jetzt vielleicht nicht, aber sowas. So ein Dampfer. Das sieht ja so aus, als würde man den mit Dampf betreiben. Ja, schon mal nicht verkehrt. Also ein bisschen hier. Ah, hier der ganze Boden ist nicht ganz gerade. Da habe ich schon irgendeinen Mist gebaut. Dass wir den noch irgendwann noch so ein bisschen verzieren können, was das angeht. Da habe ich also Bock auf eine Pfeifenorgel. Ein bisschen hier hinstellen. So. Achterbahntüren brauchen wir keine. Statuen, Monumente. Das ist nichts Schönes. Ja, Max, so, das wäre doch was dekorativer. Dass wir den vielleicht hier so drumherum setzen. Ja, ich muss mal gerade schnell mal schauen. Sekunde. Ja. Okay, passt. Da ist es an. Ja. Echo. Stell den Timer auf 23 Minuten. 23 Minuten ab jetzt. Den habe ich schon wieder vergessen. Ich vergesse den irgendwie in letzter Zeit immer einzustellen. Wenn wir das nämlich dann hier so machen. Ja, so ein bisschen hier drumherum bauen. Wäre jetzt so meine Idee. Aber ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir das ja doch. Und bauen wir das mal hier drumherum. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin, dass es einigermaßen ordentlich aussieht. Das ist immer so einfach. Ich versuche mein Bestes. Also mit dieser Tastatur und Maus auf der Konsole ist schon ein bisschen tricky. Aber wir kriegen es hin. Bisschen drehen. Dann können wir hier vielleicht noch ein paar Boxen hin, wo so schöne Musik läuft. Oder so.
Ja, das hier ist natürlich jetzt doof. Vielleicht. Obwohl, dann machen wir das hier anders da. Dann machen wir das hier so rum. Würde ich sagen. Ja, so. Dann gehen wir einmal drum herum. So. Also, wenn ihr andere Vorschläge habt, gerne immer her damit. Das sehe ich gerade, habe ich falsch gemacht. Passiert. Jetzt nochmal einen zurück. Wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, was wir machen können oder wie wir es besser machen können, immer gerne her damit. Ich bin für alles offen. Ich habe mir halt gedacht, wir gehen extra hier rein, weil man nämlich dann eher aufs Geld achten müssen. Bei der Herausforderung. Dass es so langsam wieder mau wird. Aber wir müssen ja auch ein bisschen investieren. Ich will aber keinen Kredit holen. Also Kredit wirklich nur dann, wenn wir es brauchen. Jetzt wie eine Achterbahn oder sowas. Mal gar nicht viel reinkriegen. Also nachher mal gucken, dass wir vielleicht die Preise ein bisschen anheben. Weil dekorativmäßig sind wir ja echt auf dem Top-Stand. Da versuchen wir immer das Schütz zu haben. Na, haben wir gleich geschafft. Dann kommen noch ein paar Bäume drum. Dann haben wir das auch soweit. Boxen habe ich vor, hier vielleicht noch dran zu hängen. Oh. So. So, dann machen wir das Vintage hier mal weg. So. Dann gehen wir mal hier in die Effekte. In die Effekte. Da haben wir die Parklautsprecher ausgelöst. Anzeige. Musik. Die habe ich jetzt vor, ein bisschen hier oben dran zu hängen. Also, wie das halt auch dann ist, ne, auf der Kirmes. Ja. Mal hier noch zwei hin. Nur erstmal auswählen. So, was nehmen wir denn da an Musik? Was haben wir denn da so? Und im Vintage-Bereich. Das hört sich doch gut an. So, dann können wir den nämlich kopieren. Wir können die hier so überall so ein bisschen verteilen. So, den Ecken sieht besser aus, ne? Ja. Zack. Zack. Und dann hier noch einer hin und dann ist okay. Das sieht schön aus. Das passt. So, und dann habe ich noch. Es fällt gerade noch was so ein bisschen was ein. Haben wir die schon? Ja. Seifenblasen? Nee. Lasereinschlag? Nee. Für Spinnen, Sprung, Staub? Ja, wo sind sie denn? Konfetti.
Ein Spezialeffekt, so Konfetti-mäßig. Der dann hier immer so ein bisschen rumsprudelt. Habe ich mir gedacht. Ich weiß auch, wo wir den reinmachen. Und dann immer auf das X. Ja. Gut, da dreht sich der ganze Spaß natürlich, aber das kannst du so ein bisschen verstecken. Drehen, das ist nicht ganz so, wie es sein soll. Dann haben wir die Maschine hier drin? Dann sind Konfetti gesprüht. Die kommen wir ja dann. So ein bisschen beim Drehen auslösen lassen. Was wir mit den Wassereffekten gemacht haben. Passt. So, dann kommen wir gerade in unsere Bäumchen. Wir sagen, wir nehmen mal die Bäume da weiter, würde ich so beinahe sagen. Ich will hier erst noch so ein Blümchen. Ein bisschen alles so schick machen. Damit das auch nicht so trostlos hier aussieht. Sind immer so versetzt, ein paar Sachen. Hier noch sowas hin. Märchen passt jetzt gerade nicht. So, und dann will ich die Bäumchen wieder aus der Weltausstellung geholt, okay. Egal, passt schon. Also ich will halt, dass wir das so ein bisschen beibehalten. Jetzt sind wir gerade auf, wir können hier auch noch ein bisschen Musik abspielen, also die auch noch ein bisschen angenehmer. Die drehen die Bäume. Immer so auf derselben Ecke sieht halt auch irgendwie doof aus. Hier kann noch ein Blumenkügelchen hin. Machen wir auch mal den großen. Bisschen drehen. Aber passt das. Ich hoffe, euch gefällt das so, wie ich das jetzt gerade mache. Ist halt erstmal. Sage ich jetzt mal so ein bisschen. Irgendwo, wo wir den verstecken können. Ja, doch hier. Hier müssen wir da wohl dann wohl oder übel hier hinstellen. Ein bisschen Musik hier. Brauchen wir nicht, da mal die Orgel. Hier haben wir das dann von da. Die Textur ist halt immer noch nicht perfekt, ne? So, Szenerie ist 100%. Dann öffnen wir mal das Ganze und gehen dann mal gerade auf die Preise. Dann machen wir das nämlich mal so auf 8,50. Das ist auch gut besetzt. Hat billige Tickets, seht ihr? Da können wir schon ein bisschen so auf 7 gehen. Das dürfte reichen. Hier können wir auch mal ein bisschen höher. Auch so mal auf 7.
So, dann haben wir doch, glaube ich, schon wieder für diese Folge schon wieder geschafft. Ja, 10 Minuten haben wir noch. Baue eine Achterbahn. Okay, also. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Dann schauen wir das noch diese Folge. Ich würde die aber gerne selber bauen. Oh Gott, das heißt was. Die Frage ist, was nehmen wir? Standard, wie so mit Kinder. Bendigo. Okay. Oder nehmen wir hier sowas. Wingcoaster haben wir noch keine. Launch noch keine. Sowas. Launch brauchen wir nicht. Und wir holen halt hier so eine ganz einfache Holzachterbahn, würde ich beinahe sagen. Und dann gucken wir jetzt erstmal in der Parkverwaltung. Wenn wir uns ein Darlehen nehmen, weil das müssen wir ja dann für die Achterbahn. Ich hoffe, das hier wird erreichen. Nehmen wir das jetzt mal. Und jetzt mal auf die Forschung, weil ich würde auch gerne was in die Forschung investieren. Was jetzt mal so die Fahrgeschäfte da angeht, hier ist ein Rocktopus zum Beispiel. Und dann haben wir hier Quicktraw. Ja, hier das noch. So. Dann würde ich sagen, versuchen wir das mal. Fangen wir in der Folge schon mal mit an. Bauen. Ich will die halt hier in dem Bereich haben. Also die soll jetzt nicht zu groß werden. Deswegen finde ich eigentlich schon eine Holzachterbahn schon zu groß. Also die ist es schon mal nicht. Klar, wir können auch fertige nehmen, aber. Nee. Ich will selber was machen. So, gehen wir auf die Standard. Also so eine wilde Maus oder so haben wir noch nicht. Infinity wäre so ein bisschen zu heftig. Gucken wir hier nach. Da ist die Station nicht so groß. Werden wir mal so hochsetzen. Okay, aber ich weiß, wo wir anfangen. Uah. Natürlich da unten. So. Drehen wir das Ganze. Hier kommen wir. Ja, so, noch ein bisschen hoch können wir so setzen, sodass hier unten drunter durchkommen. Und dann. Versuchen wir uns mal. So, das ist jetzt der Lift, aber noch will ich keinen Lift. Moment, ich muss das hier mal gerade noch was ausstellen, dass der automatisch tunnelt. Das machen wir aus. Das wollen wir nämlich nicht. Erstmal, dass wir ein bisschen hier nach unten gehen. Ein bisschen Kurve nach unten. So. So, und dann, dass wir hier sagen, hier geht es nach oben. Das ist halt der Vorteil an der, die nimmt nicht sehr viel Platz weg. Kettengeschwindigkeit können wir natürlich schön hoch machen. 2, 3, das dürfte schon beinahe reichen. So reicht das. So. Und dann machen wir einen Drop. Ich bin nicht der beste Achterbahnbauer, aber ich versuche mein Bestes. Dann ruhig dann das länger. Sagen wir gehen jetzt hier. Der erste Drop ist natürlich der wichtigste. Die geht jetzt natürlich hier schön im Spin nach unten.
bisschen hoch. So, und dann habe ich vor, ah, ihr seht das schon, Looping zu nehmen. Ich will nämlich keinen eigenen bauen. Der reicht. So. Ja, das sieht gut aus. Ich habe einen oder wir beide? Wir zusammen. Ja, dann beeil dich bitte. Ja, ist jetzt soweit. So. Hier noch. Ach du meine Güte. Das sind riesige Elemente. Obwohl, das würde sogar schon geil aussehen, wenn die hier so drüber geht, aber. Dann geht die hier über den Weg und das ist auch wieder mies. Okay, das passt nicht. Das passt nicht, habe ich gesagt. Bauen wir uns das gerade selber. Ein bisschen länger, dass sie so hier herfliegt. Ich vor. So. Ja, das sieht gut aus. Und dann geht die wieder rum. Ich hoffe, dass wir da wieder durchkommen. Gucken wir mal, das hinkriegen. Ist ein bisschen kleiner. So. Dann können wir schon wieder gerade gehen. Ja, das war nicht so wie gewollt. So. Das sieht gut aus. Wir haben schon 10 vor. Ja, ist okay. Ich komme nach. So, und da kommt da die erste Blockbremse rein. Trim Brakes, Blockbremse. Oh, hier muss der Tisch wieder ein Stück hoch. So. Obwohl die Blockbremse. Nee, nee, nee. Quatsch. Was mache ich denn da? Damit dann erst wieder ein Stück nach oben. Haben wir noch Platz hier, also, ne? So ist es ja nicht. Die Frage ist, ob sie da noch genug Schwung hat. Jetzt kommt die Blockbremse rein. Mal nicht zu lang sein. So, dann geht es wieder normal. Und hier ab runter.
das sieht da nichts aus. Also, dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Wir müssen ja da hinten rüber. Machen die mal ein bisschen kleiner, jetzt wird es ein bisschen ruppelig. Hat sich jetzt schon kommen. Okay, das heißt, die Zeit ist vorbei. Echo, aus. So, ihr Lieben. Also, wir bauen die Achterbahn in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Achterbahn fertig bauen. Und ja, dann hoffentlich die auch zum Laufen kriegen. Und noch bin ich skeptisch. Für meine erste Achterbahn, mal abwarten. Muss man hier noch gucken. Hier muss auf jeden Fall noch ein Träger hin. Das sieht total kurios aus. Alles klärchen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben lassen. Und auch wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo für mich. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin sage ich Tschüssikowski. Bis Baldinski.